Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Hier erfahren Sie, wie Sie eine Remote-Datenwiederherstellung von Ihrem RAID-Array bestellen können. Jeden Tag verbringen Benutzer auf der ganzen Welt wertvolle Zeit mit der Suche nach Tools zur Wiederherstellung verlorener Daten. Sie versuchen, sie auf eigene Faust wiederherzustellen, suchen nach spezialisierten Wiederherstellungsdiensten und so weiter. Sie können die Datenwiederherstellung über das Internet bestellen, um keine Zeit mit der Suche nach einem Programm oder einem Dienst zu verschwenden. Die Fortschritte in der Verstellungstechnik haben dies möglich gemacht. Doch bevor Sie einen solchen Dienst bestellen, müssen Sie noch etwas Zeit aufwenden, um Ihr System für die Wiederherstellung vorzubereiten und zu konfigurieren. Ohne diese Schritte werden Sie nicht in der Lage sein, den Wiederherstellungsprozess zu beginnen. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Als erstes müssen Sie die Laufwerke aus dem Gerät entfernen und es an einen Windows-PC anschließen, auf dem die Software Hetman RAID Recovery installiert ist. Wenn es sich um ein dediziertes NAS-Gerät handelt, ziehen Sie einfach den Laufwerk-Schaltbehälter aus. Wenn es sich um einen PC oder Server handelt, öffnen Sie die Seitenabdeckung. Um die Laufwerke auffindig zu machen, trennen Sie sie von der Stromversorgung und der Hauptplatine, lassen Sie mehr Schrauben, mit denen Sie auf Gehäuse befestigt sind, und entfernen Sie sie aus Ihren Halterung. Wenn die Laufwerke an den Controller angeschlossen sind, ziehen Sie das Kabel ab und schließen Sie an den SATA-Anschluss des Motherboards an. Von einem RAID-Array unter Linux oder Mac OS können Sie eine virtuelle Maschine verwenden. Wir haben bereits ein ausführliches Video auf unserem Kanal, der Link befindet sich in der Beschreibung. Wie schließe ich die Laufwerke an meinen PC an und was muss ich tun, wenn nicht genügend Strom oder SATA-Anschlüsse vorhanden sind? Bevor Sie die Festplatte entfernen, sollten Sie die Anzahl der Laufwerke zählen, aus denen das Array besteht, und überprüfen, ob die SATA-Anschlüsse auf der PK-Hauptplatine an die Festplatte später angeschlossen werden, ausreichend sind und ob die Stromzufuhr und die Stromgänge ausreichend sind. Ein SATA-Anschluss sieht so aus und ein Stromanschluss sieht so aus. Die Anzahl der SATA-Anschlüsse ist durch die Spezifikation des Motherboards und des Netzteils begrenzt. Was ist, wenn die SATA-Anschlüsse auf Ihrem Motherboard nicht ausreichen? Falls es mehr Laufwerke als SATA-Anschlüsse gibt, sollten Sie das Laufwerk oder ein anderes Gerät, das Sie während des Wiederherstellungsprozesses nicht benötigen, vorübergehend entfernen. Wenn der SATA-Anschluss immer noch nicht ausreicht, können Sie einen SATA-Port Expander verwenden. Es gibt zahlreiche Modelle, die sich vor allem durch die Anzahl der zusätzlichen Anschlüsse unterscheiden. Um den Erweiterungsadapter anzuschließen, stecken Sie ihn in den PKL-Steckplatz auf der Hauptplatine Ihres PKs. Für den Fall, dass Stromanschlüsse fehlen, gibt es auch verschiedene Adapter und Splitter. Hier ist zum Beispiel ein Splitter, der es Ihnen ermöglicht, 4 oder 5 SATA-Stromanschlüsse von einem Molex-Anschluss zu erhalten. Eine Festplatte verbraucht noch wenig Strom im Volt-Modus, nicht mehr als 20 Volt, je nach Größe der Festplatte, sodass ein normales 400-500-Volt-Netzteil für die Versorgung von etwa 10 Laufwerken ausreichen sollte. Wenn Sie einen weiteren PC haben, können Sie einen Teil der Laufwerke von dort aus mit Strom versorgen. Diese Methode eignet sich zum Beispiel, wenn Sie keine zusätzlichen Stromteile haben oder wenn die Strom
Versorgung eines Computers nicht ausreicht. Die Laufwerke sind an die Hauptplatine des ersten PKs angeschlossen und werden vom zweiten PK aus mit Strom versorgt. Und mit dem nächsten Schritt fortzufahren, stellen Sie sicher, dass alles richtig angeschlossen ist. Starten Sie dazu den PK und überprüfen Sie, ob er alle angeschlossenen Laufwerke erkennt. Öffnen Sie die Datenträgerverwaltung, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Start. Datenträgerverwaltung. Wenn die Verbindung korrekt hergestellt wurde, sollten alle Geräte in diesem Fenster angezeigt werden. Der nächste Schritt besteht darin, die Fenstersteuerung des Computers einzurichten. Um eine Verbindung für die Fernwiederherstellung von Daten nach einem RAID-Verlust einzurichten, müssen Sie TimeFever installieren. Dieses Dienstprogramm ermöglicht die Versteuerung eines anderen Computers über das Internet. Öffnen Sie die offizielle Website und laden Sie die kostenlose Version herunter. Zur Installation führen Sie die soeben heruntergeladene Datei aus. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardinstallation und dann akzeptieren weiter. Warten Sie, bis der Installationsprozess abgeschlossen ist und wählen Sie im nächsten Fenster aus, wie Sie TimeFever verwenden möchten, für den persönlichen Gebrauch und beenden. Damit ist der Installationsvorgang abgeschlossen. Suchen Sie die Programmverknüpfung auf Ihrem Desktop und starten Sie es. Sie müssen dem Mitarbeiter Ihr ID-Passwort mitteilen, damit er Ihrem PK steuern kann. Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, ist Ihr System bereit für den Prozess der Wiederherstellung verlorener Informationen aus der Ferne über das Internet. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.